Hey meine Lieben, heute machen wir weiter mit Are You the One Folge 11. Und die wäre natürlich auch schon ein bisschen eher rausgekommen, aber ich sehe gerade, ich habe noch tatsächlich Farbe im Haar. Ich habe heute mal wieder eine Kommode abgeschliffen und so auf shabby chic gestrichen in so einem geilen, ganz hellen, zarten Rosa. Muss ja auch was ein bisschen für mich haben, aber es steht im Schlafzimmer, also von daher passt es dann, glaube ich, ganz gut. Und ja, das war erstmal so meine Arbeit heute Morgen. Dann habe ich meinen Wohnzimmertisch noch refreshed sozusagen. Jetzt kommt dann noch hier der große Tisch dran und dann noch das Buffet. Das wird alles noch ein bisschen Arbeit, weil ich ziehe ja am 30.09. um. Und dann dachte ich mir, alles, was an Massivmöbel ist, nenne ich alles, aber so, was ich an Massivmöbel habe, arbeite ich einfach nochmal auf. Und dann hat man da einfach auch wieder ganz frische Möbel und das ist einfach super. Und es macht mir natürlich auch Spaß. Mir macht es genauso viel Spaß, hier bei Are You the One reinzugucken. Die ganze Folge könnt ihr bei RTL Plus natürlich sehen. Und es wurden in die Matchbox geschickt die Ricarda und hier der Neue. Und jetzt werden wir noch mal schauen, ob die beiden denn ein Perfect Match sind. Wenn das Match stehen würde, das wäre sehr asozial. Wir haben jetzt einen Mann zu viel. Und das bedeutet, dass eine Frau zwei Männer als Perfect Match hat. Ich denke, dass die Ricarda mein Perfect Match ist, tatsächlich. Zitterst du aber? Ja, Bruder, ich... Ja, er zittert. Ja, Bruder, ich zitter. Und das sind doch mal ganz schlaue Gedanken von ihm. Ich bin ganz erstaunt. Ich bin Wahrscheinlichkeit mit ihr, ne? Ein Dings, Bruder, muss ich gleich raus, ne? Wenn ich jetzt der Zweite bin, sag mal, er findet sein Match und ich bin auch das Match von der Frau, dann kriege ich ja keine Kohle. Oh nein, dann kriege ich da keine Kohle. Quel malheur. Naja, das ist ja natürlich ganz schlimm. Dann kriegt er ja keine Kohle. Hast du dich so billig einkaufen lassen da? Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr gedacht hättet, dass das ein Perfect Match ist. Ich hätte es mit China gesehen, aber nicht mit Ricarda. Ich weiß auch nicht, was die sich so gedacht haben. Ich wusste es auch. Ich wusste es irgendwie. Ja, gut, ja. Das wäre zu kurz gewesen. Ich weiß nicht, warum ich klatsche, aber... Warum sollen wir klatschen? Ich weiß es auch nicht, aber... Das wird schon... Ja, ich weiß auch nicht, warum ihr klatscht, ey, Leute. Wieder ein No-Match haben ist natürlich scheiße, weil wir sind keinen Schritt vorangekommen. 0,0. Ja, da hat sie recht, die Selina. Sind also wirklich überhaupt nicht vorangekommen. In keinem Punkt. Denn es ist jetzt mehr als die Hälfte der Sendungen da. Es gab noch nicht mal ein Match, ja. Und bisher gab es auch nicht mehr als drei Lampen bei der Matching Night. Also es ist generell echt eine richtig schwache Leistung. Aber klar, natürlich, die sagen sich jetzt auch, keine Ahnung, da nochmal ein bisschen 10.750 Euro mehr zu haben pro Nase, muss ja jetzt vielleicht auch nicht sein. Keine Ahnung, was die sich so dabei denken. Aber es ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Angelegenheit. No Match für die Gruppe jetzt nicht so nice, wir sind nicht vorangekommen. Für mich ist es im Endeffekt gut, weil ich kann den Felix noch ein bisschen mehr kennenlernen. Ja, Gina, siehst du es? Ja, so, ihr seid ja jetzt kein Match, jetzt kümmere ich mich mal um den Felix. Es geht hier rein, also. Ja, ja. Müssen wir ein Challenge gewinnen und dann... Ich sag dir, Upsasa. Machen wir schon. Ja, Isabel auch eine absolute Bombe, so, und vom Optischen her ist sie wirklich schon so diese Top 3 mäßig. Weil du bist klein, du bist blond, du bist gemacht. Voll mein Ding geistig. Also, dass du mich in das ist geil finde. Top-Favoriten geil finde. Ihre Brüste, ihre Lippen, ihre Haare, ihre Zähne, ihr Auge, ihr Herz, ihr Arsch, alles. Oh, ich weiß nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr diesen Felix findet. Mich schaudert es wirklich. Und ich werde auch wirklich das Gefühl nicht los. Ich habe zwar bestätigt bekommen, dass der wohl nicht homophob sei, aber irgendwie wirkt er für mich tatsächlich so. Das ist geil. Wer würde am liebsten mit wem, warum und wie in den Bum-Bum-Raum? Schön. Möcht dies morgen buchen.
Ja, dass Fabio das schön findet, ist natürlich doll, ne? ja, aber ich glaube, mit Fabio wird außer der Katze niemand rein Ich wollen. würde mit dem Martin in den Boom-Boom-Boom gehen, weil er einfach eine geile Sau ist und ich glaube, der ist ein sehr aktiver Typ. Das würde ich mir mal gerne zeigen lassen. Das wird sie sich gern zeigen lassen, das denke ich mir, Uns Anna. gut gerade, wir lernen uns kennen und mögen uns einfach. Meine Vorstellung wäre mit der Isabel. Und ich würde sehr gerne Oh, jetzt der kommt's. umgedrehte 69 mit mich oben. Also die Isabelle, schaut mal, die lacht sich jetzt hier richtig, muss sich richtig das Lachen verkneifen. Die denkt sich jetzt auch, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mit dir in den Bonbonraum gehen würde. Ey, was denkst du dir denn, Alter? Na, ganz bestimmt nicht. Die Cecilia nehmen. Die Frau kann sich sehr, sehr gut bewegen. Würde ich mir vielleicht auch mal überlegen, mal Fabius Handschellen rausholen und vielleicht mich mal hier so ankämpfen Meine lassen. Junge! Die kann mit mir dann machen, auch was die will, Bruder. Da bin ich überall dabei. Ja, das denke ich mir. Oh, und das Gesicht dazu von Ricarda, nachdem Mo gesagt hatte, er würde mit Cecilia in den Raum gehen. Ja, ein Blick spricht manchmal mehr als tausend Worte. Ich würde heute am liebsten in den Boom-Boom-Raum gehen. Mit der Ricarda. Die arme Franzi, da tut sie mir jetzt echt leid. Sie hat schon so den Heiligenschein kurz mal ausgeknipst, ja, und mal ein Lächeln aufgesetzt und dann kriegt sie es aber volle Breitseite von Kelvin gedrückt, dass er mit Ricarda gern da rein wollen würde. Ja, also ich glaube, Franzi, die hat halt Gutes gesehen, wo nichts Gutes ist. I'm sorry, aber das ist nun mal so. Ja. Da muss ich Carina echt recht geben. Die hat wirklich Gutes gesehen, wo nichts Gutes ist. Also nicht das, was sie will. Sie bricht jetzt auch ein bisschen zusammen. Ich habe mir jetzt echt vorgenommen, das reicht jetzt. Das ist wieder ein typischer Fuckboy, Mann. Nein! Doch! Aus, aus, nein. Doch, aber das möchte ich gar nicht sein, Alter. Ja, aber du bist so, du willst einfach nicht einsehen. Ja, danke, danke, Carina, danke, danke, danke. Du willst es einfach nicht einsehen. Es ist einfach so, Kelvin. Hier hat wunderschöne Lippen. Das Wichtigste ist, manchmal ist sie ein bisschen frech. Sie will ein Kind von mir. Ich versuche sie natürlich auch ein bisschen zu ärgern. Meine Freundin, ich bin safe, danke, also. Nein, ich stehe noch sowas wie dich nicht. Ich stehe nur. Also, Cecilia, ich zähle mich jetzt auch zu den Freundinnen. Ich finde ihn jetzt nicht so unsexy. Wo sind die auch so aus mir? Auf was stehen die denn? Ich stehe auf große, gut aussehende Männer. Nein, du bist wirklich nicht von meinen Freunden. Hundertprozentig. Nein, lass bist du nicht. uns, Ich kenne doch meine lass Freunde. uns ey, neutral im Club gehen, Wer ich weiß? schwör's Mama. Das interessiert mich ein Scheißdreck, dann mach das doch selber. Und wie kann man so ein Problem haben? Jetzt mal ehrlich. Ja, weil Leute. Ja, meine Freunde können meinen Freund hübsch finden, wie sie wollen. Das ist kein Problem. Aber ich will keinen Mann haben, denen es wichtig ist, dass meine Freunde sagen: Boah, ist der sexy, ich will ihn auch haben. Bist du im falschen Film, Mann? Bist du im falschen Film? Ja. Ja, das ist wohl richtig. Da ist wohl wirklich ein falscher Film an. Ich habe ja für mich entschlossen, ich wechsle das Schlafzimmer, ja, weil ich möchte auch mal gucken, was mit meinen anderen Favoriten ist. Das wollte ich aber nicht. Ja, dass du jetzt hier von Bett zu Bett steigst. Ich bin hier so eine kleine Wanderhure geworden. Ohohohoho, so eine kleine Wanderhure. Allerdings könnt ihr euch mal bitte den Ausdruck auf ihrem Gesicht merken. Sie lacht hier ja drüber. Also, das ist natürlich schon so eine Sache. Ich sag, sie findet es in dem Moment ja noch komisch. Die kleine Wanderhure hier. Glaubst du, du könntest dich in mich verlieben? Schon. Boah, was ist das für eine Art? Es ist so ein Lappen, ey. Es ist so ein Lappen. Ich weiß, viele stehen total auf Micha, aber mich turnt die Art echt so richtig ab. Naja, schon. Ey, was ist das? Wie respektlos ist das denn da bei so einer Frage? Aber glaubst du könntest dich auch in den anderes hier verlieben? Ja. Oh. Genau das will Frau hören. Das will man hören.
Also nicht nur Frau, also ich würde es genauso natürlich hören wollen, welche. Na, für dich und für Sinina sonst. Ich lass mich hier nicht für dumm verkaufen, nein. Ja, ganz genau. So sieht's aus, Anna. Ich bin gerade voll geil geworden. Ich weiß auch nicht, warum. Weiß ich nicht. Wo? Ja, wie wo? Wann denn? Jetzt gerade. Echt? Ja, ich weiß auch nicht. Oh la la la. Da ist also jemand scharf auf Kelvin. Wow. Und wir kommen zur Matching Night. Schönen guten Abend. Endlich mal wieder eine Matching Night. Seit der letzten. Das war's mit meinem Monolog. Immer gut zu wissen, wann man aufhören sollte zu labern. Ich war Ricarda. So. Also sie kriegt auch immer Breitseite von ihr. Also die Tomala hasst die Ricarda. Danke. Keine Ahnung. Jetzt gerade favorisiere ich für Perfect Match noch jemand anderen. Ja, da wird natürlich auch. Okay. Ich merk's mir. Ah, okay. Aha. Wen denn? Ben Amadou. Amadou? Micha hat ja gesagt, du bist eine Wanderhure. Oldschool. Was hat der gesagt? Guckt euch mal kurz die geschockten Gesichter an von China und von Selina. Micha? Ich kann sie dahingegen noch nicht einschätzen, wo sie gerade so Stand der Dinge ist. Deswegen, ich hab's. Aber eine Wanderhure ist ja eigentlich schon eine Einschätzung, also. Ja, das ist schon eine Einschätzung. Aber jetzt hat er auch einen ziemlich dümmlichen Gesichtsausdruck da drauf. Aber er ist jetzt ja eh nicht die hellste Leuchte. Nein, sie ist mal hier mal da, jetzt die letzten Tage gewesen. Und deswegen, also doch nicht auf dem Bett. Ich konnte sie ja nie einschätzen, so richtig. Also. Oh, 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 oh. So eine Respektlosigkeit hier. Die Arme. Das ist einfach nicht fair. Wenn er mir sagt, wenn ich dann zurückkommen möchte, wieder zu ihnen in sein Schlafzimmer, würde er Platz machen. Mhm. Für Selina, was sagst du dazu? Ich will nur, dass man offen und ehrlich mit mir ist. Ja, wenn man offen und ehrlich mit dir sein soll, dann würde ich mir von Micha ganz und gar abraten wollen. Boah, ist das, also ganz ehrlich, da gehen doch alle roten Flaggen an, Leute da draußen. Oder der Typ geht gar nicht. Mehr möchte ich gar nicht. Ich bin mega enttäuscht. Ich war auf 180. Ja, vielleicht habe ich ja auch nicht immer mit offenen Karten gespielt. Gebe ich gerne zu. Ja, du hast gar nicht mit offenen Karten gespielt. Du hast es auch noch permanent abgestritten. Obwohl du selber vorher in einer Situation warst, wo über dich etwas Falsches erzählt worden ist und du gesagt hast, es ist on tape und jetzt kommt dieser Ball komplett zurück. Ich verstehe es auch gar nicht, wie man es machen kann. Wen willst du heute? Den Micha, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist eine doofe Wahl. Franzi, ja, das ist eine doofe Wahl, ja. Konnte ich immer lachen, aber die Aussage Wanderhure ist für mich unter der Gürtellinie. Ja, was hast du denn gemeint mit einer Wanderhure dann? Du widersprichst, es macht keinen Sinn, was aus deinem Maul kommt. Aber Maul ist jetzt auch nicht schön. Kein Sinn. Selina, hast du noch Bock drauf? Es ist scheiße, wie er hier mit der Anna redet. Ich find's mega beschissen, richtig scheiße, respektlos. Ja, im ich Endeffekt. Ich hätte gesagt, ich gehe zurück in das Schlafzimmer. Hätte er dich sofort. Und warum kann er mir das dann nicht sagen, wenn ich ihn frage? Wenn du unehrlich zu mir bist und mir dreckig ins Gesicht lügst, hast du halt verkackt, was soll ich sagen? Ja, und ich glaube, das hat er jetzt auch bei den Zuschauern. Ich hoffe es, ja. Ich hoffe, ihr merkt es euch. Es ist einfach ein echt, ein dummer, manipulativer Junge, der meint, er ist der Überflieger und er kann alle haben. Und also, wie gesagt, das ist ja viel schlimmer, finde ich, als Kelvin, weil bei Kelvin weiß man ja, woran man ist. Währenddessen man bei Micha, das er jetzt überhaupt nicht wusste. Und das ist viel, viel, viel schlimmer, dieses Intrigante hintenrum und sich beide warm halten und gegeneinander ausspielen. Das missfällt mir äußerst. Wer mich mag, der mag mich. Und wer nicht, der kann mich. Ganz ehrlich.
Ja, dann können wir dich jetzt künftig. So, diese Schiene. Ich würde den Max nehmen, weil, Max. Ja. Zur Überraschung. Naja, allein dieser Spruch schon von Micha zu Anna. Mhm. Anna, wenn du wiederkommst, dann ist die Selina Ciao Kakao, wortwörtlich. Mhm. Ich habe ihn sogar darauf angesprochen, ob das denn stimmt. Er meinte nein. Jetzt höre ich's noch mal. Ich komme mir vor wie in einem Irrenhaus. Wer kann denn anständig reden? Ja, das kann fast niemand da. So, Gina, jetzt hast du die Qual der Wahl. Zunge A oder Zunge B? Kelvin oder Felix? Also ich muss schon zugeben, dass Zunge B besser harmoniert hat. Aha. Deswegen entscheide ich mich für Zunge B. Felix. Also sie hat sich für Felix entschieden, war ja klar. Außer Kelvin. Kelvin. So, jetzt nochmal ganz langsam. Sollten heute alle 10 Spots angehen, gehst du leer aus. Aber da wäre ich also auch mal ganz ruhig stehen geblieben an seiner Stelle. Geht heute ein weiteres Licht an. Schon mal Glückwunsch. Ja, also es ist doch einfach unfassbar, dass die jetzt wieder bei 3 Lichtern hängen. 3 Lichter und mehr geht irgendwie da nicht. Mehr kommt da nicht drüber. Es ist doch erstaunlich. Also ich bin mal auf die Auflösung ganz am Schluss gespannt. Ja, werden wir uns wahrscheinlich alle totlachen. Folge 12 gibt es auch schon. Bespreche ich auch. Kommt morgen online. Gebt mir ein Like, gebt mir ein Abo und lasst einen Kommentar da. Ich freue mich. Bis dahin, euer Malkiel. Ciao.